So, und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone Nexdramas Folge 14. Der Endboss steht an, und zwar der gute Thaddeus müsste das Es sein. lebt, aber ihr nicht mehr lange. Ah, seid ihr nicht so sicher? So, Heldenfähigkeit vertauscht Angriff und Leben aller Diener. Das könnte interessant werden. Das heißt, ich müsste Diener spielen, die relativ viele Lebenspunkte haben, eventuell. Ah, was spiele ich denn da? Was spiele ich denn da? Ich gehe mal rein. Was würde sich denn anbieten? Ich könnte mit einem Facehunter spielen. Superladin eventuell. Der Healpriest? Ich versuch's mal mit einem Zulok gegen Thaddeus. Wenn er die Lebenspunkte vertauscht, das könnte eigentlich ganz gut sein. Für die kleinen Minions ist das dann nicht so Gul'dan ausschlaggebend. gegen Thaddeus! Ich muss gehorchen! Überwältigende Macht Seele wird als mir Finisher. gehören! Will ich erstmal nicht drin haben. Ich würde gerne noch ein 1er oder 2er Minion haben, noch ein Flame Imp. Ja, gucken wir mal. Dann spiele ich erstmal den Flame Imp. Da ist jetzt erstmal nicht so. Was macht er jetzt? Haunted Creeper, okay. Dann hole ich mal den Direwolf Alpha raus. Face, der Haunted Creeper ist jetzt nicht so gefährlich. Ja, das hat nichts gebracht, außer ein 4-3er, Gabelblitzschlag. Gut getradet, die blöde Saudi. Noch ein Flame-In und dann spiele ich den Zeitenrufer. Gerade bin ich ziemlich cool im Zusammenspiel mit dem Okay, er geht aufs Face weiter. Interessant. So, dann werden wir den Erntegolem spielen. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich langsam mal den Nightshiner. Ich glaube, wir werden mal. Wenn er weiter aufs Face geht. Muss ich wirklich? Die Verdammten stehen da. Da kalt ist. Nicht so gut. Als Knife-Juggler wäre mal gar nicht so schlecht. Und den Dark Altis werde ich mal aus dem Rennen nehmen. Also traden wir den hier. Der eine Lebenspunkt macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Der Schlägspucker. Ja, hätte ich mal den Silence aufgehoben. Jetzt nicht gebrauchen können. Ah, ein Voidwalker. Dieser Unteroffizier, kriege ich den damit platt? 4 Schaden mache ich nur. Naja, ich muss es riskieren. Auf in die Schlacht, Made! Dann werde ich ihn mal auffahren. Shit, jetzt hat er ja für Lebenspunkte noch einen Schlickspucker. Das ist natürlich jetzt kotzig. Überwältigende Macht.
die haben aber alle nicht genug. Okay, jetzt kommt 5. Winzige Beschwörung bringt mir auch eigentlich gar nichts. Ist die Frage, werde ich jetzt weiter angreifen? Ich werde, glaube ich, mal den Dark Cultist aus dem Rennen nehmen. Und der Creeper kommt rein. Für den Lichtkönig! Der Spektralritter. Der Rubeneck. Oh shit, das ist natürlich cool. Katze, nächste Runde hat er den auf jeden Fall draußen. Überwältigende Macht. Könnte ich jetzt nochmal ausspielen. Er muss immer noch Karten ziehen. Den White Walker irgendwann mal raus. Gucken wir mal. Überwältigende Macht. Dann haben wir 4, 4 sind 6, 7, 8 Damage. Ich mach's mal. Immer weiter unter Druck. Alles nur einsam, Minions. Jetzt können wir ihn zumindest mal töten. Noch ein Dark Cultist. So ein Zombie-Shaw unbedingt besiegen. Nein! Arschgesicht! Oh, die Verdammniswache, sehr schön. Spiel ich aus. Wagt es mich zu beschwören. Nicht die Meisterin, dann können wir das mal töten. Ich werde zurückkehren. 6, 7 Damage können wir machen. Er kann 3, 5, 8. Ne, da kann er mich töten. Ich muss auf jeden Fall einen wegnehmen. Ja, mein Kind. So, wieder ein bisschen mehr Leben hinzubekommen. Shit, jetzt macht er 5, 9 und der Gargoyle. Säurehaftiger Schlamm, jetzt wird es langsam eng. Ein Knife Juggler, das ist gar nicht mal so schlecht. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ich bin ein Morgenmuffel. So, gucken wir mal, auf wie viel kommt er, denn er hat nächste Runde 2, 3, 5, 5, 9, 11. Ich könnte noch einmal riskieren. Ich mach mal. Direwolf Alpha. Nein, warum greift er denn den an? Den Dark Cultist. Ah, wenn ich ihm jetzt die 3 Lebenspunkte gebe, dann wird schwierig. Ich werde mal ihn da hinten töten. Nein, noch nicht, der kalt ist, du Sack. Ah, er tradet. Weltliche Ängste. Er kommt auf 5. Ich mach mal nochmal. Elfenbogenschütze und dann komme ich auf 5. 6. Das reicht nicht. Ein Schuss. Ein Treffer. Nächste Runde hat er zu viel. Der hat nächste Runde eindeutig zu viel Lebenspunkte. Boah, fuck, ey. Ja, da bleibt nichts anderes, ich muss den Gargoyle aus dem Rennen nehmen. Das reicht nicht. Er kommt jetzt auf 4. Nein, du Sack! Nein! Verdammt, so knapp, ey! Den scheiß Blitzschlag noch bekommen. Versuchen wir es nochmal. Ah, Zulok kann funktionieren. Ich werde es mal nochmal mit dem Zulok versuchen. Ich muss halt nur schauen, dass ich relativ zügig. Aber vielleicht doch lieber mit einem Facehunter zu spielen.
Könnte auch interessant werden. Eure Seele wird mir gehören. Sag ich mal, gar nicht so schlecht. Der Knife-Truck hat mir ein bisschen gefehlt eben gerade. Gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Flame Imp zum Start ist gar nicht mal so schlecht. Gucken, was er so ausspielt. Ihr werdet jetzt sterben. Voidwalker. Ich spiele aber erstmal die Haunted Creeper aus. Und nächste Runde mal mit den Voidwalker zu spielen. Voidwalker und dann gucken wir mal. Kannst du noch schämen? Kann ich jetzt eh noch nicht angreifen. Noch ein Haunted Creeper. Schwierig. Schwierig. Den Direwolf Alpha spielen und. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus gerade. Die Verdammten stehen da. Arkheit ist. Kann aber noch nicht angreifen. So, jetzt könnte ich. Den Knife Juggler ausspielen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Und ich werde den anderen halt mit Cooper ausspielen und dann werden wir ihn mal töten. Mal gucken, ob es reicht. Ja. Soll ich ihn vielleicht jetzt lieber töten? Ich guck mal. Muss ich wirklich? Ich glaube, ich trade ihn mal lieber. Dann kann er keinen Unfug anstellen. Die Verdammten stehen da. So, jetzt noch die den anderen Haunt und Creeper loswerden. Ja, das mache ich mal. Ah, nicht so, wie ich das wollte. Aber trotzdem nützlich. Gucken wir mal, kann ich hier mit überwältigender Macht schon umlegen. Das sind 4, 4, dann hat er 6, 8, 8, 10, 10, 12, 13. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, dann gucken wir mal, was er noch irgendwas bekommen können am Voidwalker. Ja, jetzt eh nichts ausspielen. Mit einem Silence ran, dann habe ich ihn. Tschüss! So, haben wir das also auch erledigt. Eindringling, ich lasse mir diese Dreistigkeit nicht mehr gefallen. Die klagende Seele, nicht so spannend. So, Konstrukteursflügel, Futtel abgeschlossen und Feuergen bekommen und Starlight bekommen. Klassenherausforderung freigeschaltet, Krieger und Priester. Da würde ich gerne nochmal reingucken. Krieger und Priester, was gibt's denn da beim Krieger? Beim Krieger gibt's, oh, Biss des Todes, das ist die Waffe, die ich euch brauche für den, Grim Patron Warrior. Dann haben wir hier, ach, da gibt's den Dark Altest. Superkarte. So, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder mit der Spitze der Nekropole. Und dann sind wir auch schon bald durch. Also, bis dahin. Ciao.